Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Halo Let's Plays beziehungsweise Halo Combat Evolved Anniversary Let's Plays bei der Master Chief Collection auf der Xbox One natürlich. Und ich sage mal, wir reden nicht lange. Und starten mit der dritten Mission, weil das ist ja die Mission, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise letztens haben wir Mission 2 gemacht. Anyway, starten wir. Und ich halt wieder mal meine Klappe, damit ihr euch das Cutscene anschauen könnt. The enemy has captured Captain Keyes and are holding him aboard one of their cruisers, the Truth and Reconciliation. The ship is currently holding position approximately 300 meters above the other end of this plateau. So how do we get inside the ship if it's in the air? Core issued me a rifle, not wings. There's a gravity lift that ferries troops and supplies between the ship and the surface. That's our ticket in. Once we get inside the ship, I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Key's neural implants. Hit him, Marines! Go, go, go! The Corps ain't paying Yeah, wow. Stick to the higher ground to the right. We should be able to recon the Covenant position without being spotted. I've detected Covenant station guns in the next pass. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for Marine support. Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us keep the element of surprise. Ja, genau. Wie Cortana und Ronantin und Johnson gesagt haben, wir Master Chief Martin 117, Petty Officer. Wir sollen anfangen und mit dem Scharfschützengewehr aus dem Hinterhalt die Gegner erschießen. Und da gibt es ein Achievement, wenn man das, wenn man die ganzen Gegner erledigt, bevor es auf einen feuern. Da bleibt es einfach dem Felsen da stehen. Steckt euch da hinten. Dann wird euch nichts sehen, nicht hören, irgendwie. Ihr müsst sowieso dann irgendwann mal nach vorne gehen. Aber ihr sollt, könnt da die ganzen erschießen, wie ihr da in dem Sichtfeld steht. Ich werde es dennoch machen, obwohl ich schon das Achievement habe. Ich werde es halt deshalb machen, weil jo, simple Antwort, legendär. Ich spiele sie auf legendär. Die ganzen Gegner. Den the pain in the ass. Jetzt auf mich freuen und auf mich ballern und mir die Hölle heiß machen wollen. Ja. An. Der Elite ist jetzt weg. Oder sein Heli. Je nachdem, wie der es nennen wollt. Rand ist weg. Oder Spezies Name ist
Egea. Sorry. Ungoi. Ungoi ist. Und die Grunts. Ja, sind die Schakale in Schildern. Oder wie sie auch sie euch hassen, werdet in Halo 2, wenn es auch extremst oft mit den Scharfschützen wer zu sehen sind. Und auf Legendär sind die Scharfschützen scheiße. Das sind echt absolut scheiße, die Scharfschützen. Weil es mit einem Schuss euch instant killen. Das ist überhaupt nicht cool. Da ist noch jemand am Leben. Weil sonst müsste eigentlich die Verstärkung schon kommen. Ja, passt, perfekt. Wenn die Musik kommt, dann habt ihr es geschafft, dann ploppt ein Achievement auf. Ich hab die Szene schon, also... Aber im Normalfall, wenn ihr es bis daher schafft, wenn die Musik dann so umschlägt, habt es geschafft. Falls die Gegner nicht auf euch gefeuert haben, wird dann halt alle ohne Probleme ausgeschalten haben und ohne gesehen worden sein. Sagen muss, mich stört es, dass ich keine Pistole in der Hand habe. Und lieber mit der Pistole als mit dem Sturmgewehr. Doch, jetzt dieser ist. Fun Story. Vor den 17, 18 Jahren. Das erste Mal gespielt habe. Ist die Map, zumindest der Anfang, da mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben, weil ich aus irgendeinem Grund da extrem so runtergestürzt bin. gespielt und irgendwie darf ich es übersehen haben. Bäm, bin ich runtergestürzt. Wahrscheinlich aus diesem Grund mit den Scharfschützen gezoomt, gezielt und irgendwie zu weit nach rechts oder links gegangen und dann runtergestürzt. Jo, kann vorkommen, sollte aber eigentlich ja nicht. Und so verschwendet auf den Schakal. Schuss. So gut. Auch gut. Wie gesagt, ich würde lieber die.
hier auf die Pistole freuen. Also nicht auf die Pistole, sondern auf die Magnum. Was? Wenn im ersten Teil auch noch anders ist als bei den neueren Halo-Teilen. Ihr verliert bei den neuen Halo-Teilen beim Aufladen Munition. Also ja, ihr verliert auch viel Munition, wenn ihr das mit Pistole aufladet, aber das ist nicht der Fall bei Halo 1. Wenn es die ganze Zeit es geladen lässt, lasst. Das die ganze Zeit so laden lässt, dann verliert ihr nicht wie bei neueren Teilen stetig an Munition. Und ich sehe, dass ich keine Kollegen mehr habe und ich der letzte bin und bla und blo und bi. Elite hat sich das Geschütz geschnappt, okay. Von mir aus. Wir sind jetzt weg. Covenant forces detected up ahead. The path up on the left should let us sneak up around them. Okay, Plasma-Pistole ist es eigentlich ganz schön gegangen. Überladenen Schüssen. Mal Gewehr, lasst mal. Ja gut, weiter. Allerdings dann ziemlich asozial. Und einige Gegner, die man auf dem Radar schon schwer erkennen kann. Doch dann müsste man mich nicht bemerkt. Genau vor mir, genau vor mir. How do we do it? Like this? Ein Geschützturm ist erledigt. Wird uns jetzt in der Welt nicht. Dürften sie mich nur noch mit der Explosion bemerkt haben. Bei Karl weniger. Jetzt wurde perfekt getroffen, was man von hatte. Okay, komm, leg mich. Jawohl! Perfekt, ich bekomme Verstärkung. So haben wir das immer schön gern. Okay, den haben wir erledigt. Das ist ein Grunt. Schön.
Munition, also Atemmunition haben wir auf. Hier ist noch ein Geschützturm. Den haben wir ausgeschalten. Da ist einmal Unsichtbarkeit, das werden wir uns dann aufheben, aufsammeln. Und ich würde gleich sagen. Und Geschützturm. Eliten kommen, um mich anzugreifen. Das haben wir nicht gerne. Das haben wir nicht gerne. Ja, die Eliten ausschalten, die ganze Verstärkung da. Und stehen drauf sterben. Ich glaube, das war's. Jawohl, das war's. Perfekt. Oh, einen Kollegen haben wir auch noch. Ist auch noch super. Die Frage ist halt, wie lange noch? Ich versuche mir interessanteres Zeug zu reden. Ich bin nicht wirklich gut in dem Let's Play Zeug machen. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich zum Teil spielen soll. Beziehungsweise, wenn zu weit, soll von der Story, vom Buch, eine interessante Stellen raus erzählen, das gibt es. Was halt im Spiel nicht vorkommt. Was in den Spielen nicht vorkommt, also in dem Spiel, weil Halo Flood oder Halo Invasion ist das gleiche Buch, nur halt das eine ist der deutsche Titel, das andere ist die englische, der Titel von der englischen Version. Der Roman erzählt, wie gesagt, eins zu eins mit ein paar Zusatzinfos die Story vom Spiel nach. Allerdings, was im Spiel natürlich nicht vorkommt, ist, wie Captain Keyes von der Pillar of Orton geflohen ist. Und wie er gefangen genommen worden ist von der Allianz. Und was sonst noch? Es ist auch ein bestimmter Marine dabei. Ich glaube, ich mach mal kurz zurück. Ich mach mal kurz zurück zu Konhol mit das Medipack, falls ich nicht aufgehoben habe. Ich kann mich jetzt gerade erinnern, ob ich das Medipack aufgenommen habe. Ja, sorry, Sorry. Hier ist das Teil asozial und ich möchte nicht sterben. Ich vergeude lieber so zum Teil die Zeit als sterben und am Checkpoint alles nochmal machen. So ich dann halt die Gefahr, dass ich mehr machen muss als sonst. Aber ja, gut.
deswegen habe ich ja jetzt einen Scharfschützen. Das ist ja auch geil. Das ist geil. Bekomme seinen Daumen nach oben. Ja. So, wo waren wir? Halo, Roman, Buch, ja. Captain Keyes wird, wie gesagt, gefangen genommen. Das wird halt nicht erzählt, wie im Spiel. Wie aber im Buch. Genauso wie erzählt wird, dass die ganze Besatzung von der Pillar of Autumn sich eine Basis eine provisorische Basis aufbaut auf den Halo Ring. Ja, die Basis besteht, ist aber vor eine Basis von der Allianz. Also müssen sie vor einen kleinen Kampf führen. Einen Kampf gegen die Allianzler, nehmen sie von rein und holen sich dann ihr ganzes Equipment von der Pillar aufwarten, die zum Teil von der Allianz bewacht wird. Also, das ist extremst viel Infos. Zum Teil beim Büchern. Interessante und wichtige Infos zum Teil. Ja. Es wird brenzlig. Bisschen brenzlig. Extrem brenzlig wird's. Au, ich hasse den Nadelwerfer. Okay, jetzt wird die Munition langsam knapp. Was ist? Sehe ich die Pistole? Ich sag, nicht mehr Rede wert. Aber Pistole habe ich leider nicht. Nur das hier.
erstmal, ne? Hier haben wir ja auch noch. Alter? Sag mal, spinne ich oder ist. Ist mal kein Schild weg. Ist eine Git aufgenommen? Das geht schon, das wird eine 3-Stunden-Episode. Irgendwelche den Part brauche. Katz und Maus spiele. Okay, und jetzt kommen die Jäger, was ich über die ich euch schon erzählt habe. Das sind die großen Fetten. Die könnt ihr mit einem Schuss hier in Kilo 1 erledigen. Ihr müsst dazu, die mit einem Schuss erledigen, müsst ihr entweder recht knapp zu denen hingehen. Ein bisschen Tango spielen. Oder mit Schrotflinte machen oder mit einem Revolver oder mit einem Magnum aufschützen, wie ihr es halt gesehen habt. Und einfach auf die orangen Stellen schießen, wenn die den Rücken zu euch haben. Eigentlich instant viel messen. Ja, geil. Wir haben jetzt da wieder Kollegen. Die landen da. Und hier jetzt wieder Kollegen, aber der Fall ist. Schlüssel mitnehmen könnte. Wollen wir es probieren? Wir probieren es einfach. 10 Stunden später. Ich möchte irgendwie Geschütze zum Mitnehmen. Weil innen wird es jetzt dann richtig asozial. Es wird richtig asozial. Und mit dem Gewehr spiele ich, wie gesagt, nicht so gerne. Okay, ja, schnell das irgendwie schaffen. Weil es sind hier 4 Türen. Aus jedem der Türen können Gegner rauskommen und was auch noch der Fall ist. Unsichtbare Eliten mit Artikelschwert. Also richtig asozial. Wäre gefährlich vom Feinsten. Und die. Ah! Ja, die Schwertkämpfer machen euch instant kill. Wenn sie euch. Ich komm! Hit the dirt!
Keule, 4 Schuss. Geht mir also toll, ist es ein Hund. Overkill. Wow! Holy moly. Holy moly macaroni. Mädels. Ich. Was ist da? Fucking shit. Okay. Also, das ist die Stelle, was ich extremst hasse. Die mache ich eigentlich am liebsten mit. Unendliche Munition, da kann ich Granaten werfen bis zum geht nicht mehr. Was zwar ein bisschen asozial ist, aber. Das soll schon ein bisschen asozial sein, um Asozialität zu kontern. Und als kleiner Bonus, nachdem wir die erledigt haben, die Horde da. Mann! Und jetzt ist hat. Den Part von der Mission hasse. Weil der einfach unfair ist, zum Teil.
Vielen Dank für nichts. Das Geile ist auch, die Scheiß spawnen random. Fuck me. Ja, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird nicht mehr, dass das so unfair ist. Scheiße, mit den scheiß Waffen. Das Geile ist ja, die kommen und kommen und kommen. Ihr seht, wie scheiß stark die scheiß Eliten sind. Schwertern. Ich hätte es fast wieder gehabt. Und dann muss ich wieder sterben. Das frustriert doch. Ein kleines bisschen. Ja. Fuck me. Ich glaube, ich werde da auf, sonst meine Xbox kaputt. Thank you.
uns wirklich irgendwie Plasma Pistolen und wir spielen. Ich würde auch nicht zu nah an dem riesengroßen Vorbung stehen. Nicht in der Nähe stehen, bitte. Hey, komm! Leck mich doch am Arsch. Okay, das war wieder nicht gut. So, Nika! Spring nicht zu mir nach oben! Also wie gesagt, ich sollte jetzt bei dem Wasch. Oh Mann! Also wie gesagt, ich sollte nicht so nah an dem Vorpunkt stehen, weil von dem kommen dann später noch ein Jägerpaar raus. Dieser Nattenverschwendung. Hey, da ist ein Medic Pack. Das habe ich ganz vergessen. Nachladen. Weit. Ich hab's nicht halt nur nicht verschwendet. Komm! Halt die Fresse, Scheiße. Mann! Ich will mal sterben alle, ich will euch nicht mehr sehen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Er hat die Explosion überlebt. Shit.
Leute, ich sag's euch. Ich mach mir gerade richtig tierisch in die Hosen. Wisst ihr das? Dass ich mir in die Hosen mache. Oh ja, oh ja. Leute? Wir sind an einem Punkt angelangt. Ungefähr. Weil. So langsam. Langsam. Und dann angelangt. Wo wir langsam fertig sind. Es sind zwar noch immer scheiß viele Gegner. Aber die Musik ist schon recht, dass wir langsam aber sicher uns an den Gegnern annähern. Hol ihn. Nehmen wir noch so viele Gegner. Oh mein Gott. Insgesamt noch 8 Schuss. Wir müssen zielen. 8 Schuss. Und da dem die Jäger raus. Ja, wir haben es bald geschafft. Okay, shit. Super Bane, shit. Leute, ich habe gerade keine Munition mehr. Ich habe gerade echt keine Munition mehr und wir müssen noch gegen die scheiß Jäger kämpfen, die gleich jetzt gerade, ja, die sind jetzt gerade rauskommen. Juhu! Geil! Shit. Aber wisst ihr was? Wir haben einen Kontrollpunkt freigeschalten. Yeehaw! Camouflage. Ungewehr auf ihm. Schon auf ihm. Granaten auf ihm. Alles Mögliche.
Ja. Also in dem kleinen Space, in the little space we have. Leute, das ist echt scheiße gegen zwei fette Jäger. Es ist zwar machbar, aber ja. Irgendwie. Ah shit, man hat vergeudet. Und so macht er das. Mädels. Er rennt nah an die Jäger heran. Passt aber auf, dass sie euch nicht trauen. Und dann schaut ihr, dass ihr mit denen ein Tango spielt. Und wie ich sehe, kommen wir keinen Punkt mehr, weil wir zu lange gebraucht haben für den Scheiß. Ja, anyway. Passiert. Also ja, wie gesagt, ich schätze 3 Stunden. ja, eigentlich müsste man dann nach unten. Da unten ist es aber versperrt. Also die Kollegen müssen, wenn man KI-Calling hat, müsste man nach unten gehen, also über diesen Weg in die nächste Halle, dann aktivieren zum Aufmachen und die Kollegen kommen dann durch. Aber wir haben keine Kollegen mehr, darum ist es unfällig und wir müssen weiter gegen Eliten, Krieger, Penner, Wichser. Na, wird ziemlich verarschen. Von hinten angreifen. Man hat sich in den geschissen. Nieder mit dir. Ich habe keine Zeit. Und jo. Ich auch nicht. Was denn? Nicht. Eieiei. Leute, ich sag's euch, was habe ich mir da nur eingebrockt? Sagte ich jetzt mal 3 Stunden Episode sein wird, so lang wie ich brauche. Ja, Leute, und wir müssen letztendlich da nach unten. Wir können theoretisch uns von oben durch. Und aua! Auf mich schießen. Auf Link DS ist es ein bisschen asozial, wenn man da gleich nach unten springt, weil das kann man eigentlich machen. Dann braucht man nicht
den Gang runter sich kämpfen. Werden wir aber jetzt hier nicht noch vom Leben haben. Holy shit! Okay, ich hab vergessen, wie viele Gegner das sind eigentlich. Aber ja, man kann den Weg gehen. Okay, das war ein bisschen risky von mir. Ja, stimmt, ich hab vergessen, mal wieder auf Ding zu schalten. Sorry, ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, wo da die Terminals sind. Die Map spiele ich eher selten. Aber ja, alten Grafik spielen oder eher mit einer neuen Grafik? Leute, schreibt mir in die Kommentare, mit welcher Grafik ich mehr spielen soll. Alte Grafik oder neue Grafik? Oder soll ich wie gehabt die Grafiken mal zwischendurch ändern? Einmal mit der neuen spielen, einmal mit der alten. Was ist euch lieber? Vorne habe ich ein Edik gesehen, aber wir können gerade da nicht vorne laufen und Medikit holen, weil viele Gegner da sind. Ja gut, gehen wir mal von oben bis an. Greifen. Ein bisschen auf zu kühlen. Eine Frechheit gesehen, er hat mir eine aufgeladene Plasma. Aufgeladenen Plasmaschuss aufgesperrt. Willi, ballert mich. Gleiches. Ja, so macht man das. Naja, eigentlich macht es man besser, aber ich werde nicht besser spielen, weil der Pistolen ab. Ja, wir haben mal die Gegner erledigt. Gut erledigt, die aber dann gleich nachrücken werden. Ja, gut. Müssen nach hinten. Da. Jetzt nicht.
Hilfe, okay. Und? Ah, vorne. Ja, gut, okay, wir machen die bisschen längere Variante. Bisschen zähere Variante. Doch recht ungemütlich werden kann, die Allianz zu kämpfen. Wieder Munition leer, was uns sehr freut. Also Fliegentier sind die Grunts. Scheiße. Selbst ein einzelner. Bisher. Leute, seht zu, wie viele da waren. Also Leute, seht zu, wie viele das sind. Die Grunts sind zwar das Fußvolk von Kanonenfutter, aber in einer großen Anzahl sind selbst für Spartans tödlich. Für Spartans selbst tödlich sein. Und da meine ich im Halo-Universum-Lore. Fire and forget, fire and forget. Mal kurz da rauspoppen, dann wieder mal auf der anderen Seite rauspoppen. Okay, gut, das sind zwei Eliten noch. Leute, ich entschuldige mich jetzt schon für diese extremst lange Mission, diese extremst langen Let's Play Part. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht nicht mal kurz aufhören soll oder auf Pause drücken soll oder irgendwie irgendwas. Weil die unrecht lang werden könnte. Die Eliten sind mal weg. Was ich da gesehen habe, auf jeden Fall. Au!
mal, wer hat dir erlaubt, auf mich zu feuern? Wer hat dir erlaubt, auf mich zu feuern? Okay, Leute, ich glaube, wir werden hier unseren Schlusskampf, also Schlusskampf hier in dieser Halle. Wir sind nämlich noch 2, 3 riesig große Hallen mit vielen Gegnern. Also hier sollten wir eigentlich gleich mal fertig sein, hoffe ich. Weil uns wird jetzt der Wegpunkt angezeigt. Das bedeutet, wir sollten eigentlich, wenn wir den letzten Grunter erledigt haben, ich hoffe, dass das letzte ist. Und wir haben wieder Munition und Granaten. Jawohl! Jawohl! Das ist auch mal extremst. Ja, okay, wir haben hier fertig. Wir haben fertig. Und weiter. Sollte auch. Ich glaube, hier irgendwo ein Terminal. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo hier ein Terminal ist. Ich glaube, in der nächsten Halle ist eins. Aha, gestickt. Ja, jetzt poppen wir raus. Mal mit der neuen Grafik da, weil ich bilde mir ein, dass irgendwo einen Terminal ist oder im nächsten Abschnitt. Oder ich bin schon längst vorbeigelaufen, kann auch sein. Ja, da kommen wieder ein paar Jäger und viele. Eaten. Geil. Haben wir wieder keine Munition für das? Geil! Geil, geil, geil! Ah, Mann, Mann. Von oben von Eliten beschossen. Geil ist. Von unten und leck mich am Arsch. Und irgendwann, wenn von dem Gang auch wieder ein paar Gegner rauskommen. Ja.
Eieieiei. Ja, genau das meine ich. Die Gegner sind von hinten kommen. Von hinten. Leben verloren, würde ich sagen. Und jetzt Leben habe ich wieder verloren. Wieso ist da jetzt plötzlich eine Elite? Auf einmal. Ich hab wieder keine Munition. Ich will eine verdammte Pistole haben, Leute. Ich will eine scheiß verdammte Pistole haben. Das Gegner machen und die Gegner stehen noch. Mit der Pistole mache ich bam 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 und wechseln. Genau. Aber man kann ja nicht alles haben. Das ist so schön. Ich habe nur nur einen gekillt. Mann! Und wenn ich wieder weiter nach draußen renne, werden wieder die Gegner von hinten kommen. Also von diesem Gang. Was ich überhaupt nicht toll finde. Ist der jetzt wieder tot? Was ich super finde. Mal am Leben. Jawohl, jetzt ist er weg. Nachladen, laufen. Kein Waffen mehr. Fragmentation Grenades. Und wir haben wieder 10.000 Gegner, die auf uns schießen. Also, not cool. Not really cool. Okay. Da oben sind wieder 10.000 Schakale. Und ich sehe gerade, dass ich auf einer WhatsApp eine Nachricht bekommen habe. Eine Sprachnachricht. Sorry. Keine Munition. Ich muss nach außen rennen und mich abschießen lassen. Ich
gar nicht blutend. Sogar keine Munition mehr. Ow. Weg. Haben wir noch den Grunt da oben. Die Grunt. Und ich hab hier wieder keine Munition! Oh, nein. Ist auch noch am Leben. Hat's überlebt. Komm her. Komm zurück. Grüß mich. Ich stehe hier. Ich springe jetzt sogar für dich. Oder auch nicht. Hallo. Bitte nicht den Kampf herausfordern. Wir schlecht hin. Oder rennt er nach unten? Ich sag's euch, Leute, ich sage es euch, das ist katastrophal. Katastrofski. Ja, jetzt werden da wieder Gegner rauskommen. Mal drin. Ich biss mir sonst gleich in die Hose. Außerdem, ich habe Durst. Kann mir bitte jemand was zum Trinken bringen? Bitte. Ich spiele auch für euch Halo Legendary. Also, die ganze Kampagne auf Legendär spiele ich für euch. Wenn mir aber nur irgendjemand was zum Trinken bringen könnte. Wäre richtig geil. Wieder keine Munition mehr für diese scheiß Plasmapistole und mein Superschild habe ich auch weg. Oh Gott, Leute. Ja, Halo, richtig geil, aber manchmal ist es vor allem auf Fliegen hier zum Auszucken. Au! Thank you.
code an override code to open a door. Working on it. I'd like to see you crack a 128,000 bit modulating encryption key. Okay, Leute, gerät nichts Gutes. Wir sind neue Gegner. Natürlich. Wir haben es wieder bis zu unserem Platz geschafft. Mal kurz verschnaufen. Ja, den Eliten haben wir erledigt. Warte kurz an. Was jetzt und da hinten sind die Jäger. Alle Granaten mal ein bisschen verwenden. Deckung. Über. Ja, sorry, ich bin grad so ein Schisser. Sorry, ich bin ein Schisser grad. Aber ich einmal. So blinkt er zu spielen und gegen scheiß Jäger. Also, die, was es noch nie gespielt haben und relativ neu in dem ganzen Bam-Bam-Genre sind und noch nie Halo gespielt haben oder irgendeinen anderen Shooter. Beziehungsweise alle, was relativ jung sind und Halo. Jawohl! Nice! Oh, perfekt. Jetzt kann ich weiter. Es wird besser gegangen als erwartet, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Gar nicht so gut! Wobei ich ehrlich sagen muss, dass Eliten cool sind, aber als Gegner sind richtig asozial zum Teil. Ein unsichtbarer Elite, jawohl, das wollen wir ja auch haben. Hab ich nicht getötet? Nein, ich hab ihn nicht getötet. Jetzt habe ich ihn nicht getötet gleich.
Ja, jetzt habe ich ihn getötet. Ja, ich möchte wieder mal zum Thema Halo-Roman zurückkommen, zu Halo The Flood oder auch Halo Die Invasion. Wie gesagt, im Buch wird erzählt, wie Captain Keyes gefangen genommen wird und auch von der Pillar of Orton fliehen konnte. So ist er zum Beispiel letzte, wie halt ein Captain, es ist nicht für einen Captain gehört, Captain verlässt als letztes das Schiff. Ja, aber Cortana hat ein Segment von sich abgespalten, das viele Worten landet oder crash landet. Während Captain Keyes mit ein paar Marines und ODSTs oder na, es sind Marines und noch von der Crew mit einem Rettungskapsel landen. In dieser hat sich allerdings ein unsichtbarer Elite mit reingeschlichen, weil der sich auf die Brücke geschlichen hat, um ja, den Captain zu fangen. Wurde aber als einziger von Captain Keyes bemerkt und dieser hat ihn dann schlussendlich mit einem Magnum, die er sich an einem Marine ausgebockt hat, durch einen Kopfschuss getötet. Ja, was gibt's noch? Captain Keyes wurde dann halt von einem Crewmitglied verraten, weil die Worked Ones sind und nicht entkommen konnten. Und weil der Crewmitglied dachte, gut, da hätte ich ein bisschen mehr aufpassen sollen. Weil das Crewmitglied dachte, er könnte sein Leben retten, indem er dies aushändigt. Hat er halt, seine Kollegen verraten. Was ihm halt nichts gebracht hat, weil er draußen worden ist. Was gibt's noch, was nicht erzählt worden ist? Master Chief trägt nicht die ganze Zeit seine Rüstung. Dieser mal kurz ablegen soll auf der provisorischen Basis von ODSTs. Digga! Hast du das gesehen? Die Untertüre hat meine Granate geblockt. Und ein Glieden zu. Au! Gerettet. Was gibt's sonst noch zu sagen? Es gibt noch so viel zu erzählen. Ich bin gerade am überlegen, was jetzt wirklich in den nächsten, so ziemlich jetzt gerade mehr oder weniger parallel passiert. Zum einen, dass die ganzen War Talks und Panzer geborgen werden und ein ODST. Ja, in Halo 1 gibt es auch ODST, die Orbital Drop Shock Troopers oder OASTs im Deutschen, orbitale Absprunggruppen.
es allerdings nur im Roman. Im ersten Mal sieht man sie eher in Halo 2. Richtig badass Dudes. Ein richtig geiles Motto. Eat first into hell. Das mit quasi einem Sarg abspringen. Ja, es ist mehr oder weniger ein Sarg. Das ist eine, ein Drop Pod für eine Person ist. Und wenn das Drop Pod abgeschossen wird, steht noch nur ein Krieger und nicht Dutzende wie in einem Pelican. Au! Mann! Ja, ich sagte, das wird eine lange Episode. Das wird eine dezent lange Episode. Ich weiß nicht, ob ich nicht mal kurz. Mir hat er schon wieder abgeschlossen. Der überhaupt nicht taugt. Amaria. Eine Plasmapistole kosten bekommen. Mädels, ich habe Angst. Und dann wieder mein Leben fangen, weil es dann wieder ein paar Lieden kommen. Okay, der ist jetzt weg. Perfekt. Was ich eigentlich meinte, wenn ich wieder nach vorne gehe, kommen von hinten wieder ein paar Gegner. Richtig. Wasch. Mehr oder weniger. So. Moment, passen. Im Moment haben wir keine Gegner. Was auch in Halo Invasion sehr gut beschrieben wird und auch erzählt wird natürlich. Der Konflikt zwischen den Spartans, also sogenannten Spartans und den ODST, weil die ODST nicht gerade gut auf die Spartans zu sprechen sind, weil sie sich überflüssig fühlen und die genmanipulierten Krieger irgendwie nicht wirklich gut heißen. Alles zu dem Thema über die Spartans, wie sie entstanden sind. Natürlich im Roman die Schlacht um Reach erzählt. In dem Roman wird erzählt, wie der Master Chief und halt im Blau, wie man in Halo 5 dann kennenlernt. Zum ersten Mal im Spiel, wie die alle zu denen geworden sind,
dass die heute in den Spielen sind. Kurz gesagt, sind kidnappte 6-jährige Kinder von Dr. Catherine Elizabeth Halsey, die was auch quasi die Mutter von der künstlichen Intelligenz Cortana ist. Cortana besteht nämlich aus einem geklonten Gehirn von Dr. Catherine Elizabeth Halsey. Fun Fact, der Master Chief, also Spartan 117 Master Chief, er ist der erste Kandidat, der ausgesucht worden ist. Und das persönlich von Dr. Catherine Elizabeth Halsey und auch Jacob Keyes. Captain Jacob Keyes, also damals war er noch Corporal? Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was für einen Rang er hatte. Aber. Au! Aber. John? 117? Das Spartan, der Master Chief, war der erste Kandidat, der erste Junge, der ausgewählt worden ist. Natürlich im Roman, im Roman erzählt. Und den Roman gibt es als Hörbuch, nur als englisches Hörbuch. Und auch als Comic. Es gibt auch ein Comic davon, der von Marvel damals gepublished worden ist. Richtig cool. Richtig geil. Ich bam. Rückzug, ich bin wieder gleich am Arsch. Oder ich bin am Arsch. Und wieder scheiß leer und ich habe keine Leben mehr. Kann ich eigentlich euch noch erzählen? Was gibt's noch Interessantes im Buch? Wer im Buch natürlich auch eine ganz riesengroße Rolle hat, ist Private Jenkins. Den lernt man erst in der Mission 343 Guilty Spark kennen. Wird dem Team sagen. Also ihr schaut es in den Kommentaren hin. Ja, bitte. Die lohnt es jetzt schon. Wir sind ziemlich gespannt. Aber so wie meine Reichweite eigentlich gerade ist, also ziemlich, ne? Nur gefühlte 10 Stück grob geschätzt, das sich anschauen. Welche Vergebensworten? Kommentare. Das ist halt ein kleines Hobby. Gewünscht Hobby irgendwie. Plan, was ich eigentlich habe. Wollte schon immer Willow Let's Play machen.
Weil Halo einfach für mich einfach wirklich die Spielerei war, die mich so wirklich zum Gamer gemacht hat. Die wirklich, wo ich wirklich gesagt habe, wow, geil, bam, muss ich haben, muss ich spielen, richtig geiles Spiel, gut ab. Das ist Halo für mich. Das ist einfach Halo für mich. Und au! Und erstens das. Seitens zu Halo bin ich auch zur Xbox gekommen. Also eigentlich Halo 2. Au! Maria, Alter! Eigentlich durch Halo 2 bin ich wirklich zur Xbox gekommen. Ich hab Halo auf der Xbox gespielt. Die bekannte aus dem Davan. Hatte den ersten Teil, aber als erste für die für den PC. Auch nach einem Monat auf ihr erschienen ist. Weil ich damals wirklich dort eine Xbox hatte und ja, nee, Eltern ja so, nee, nö, nix da. Ja, au! Warum leck mich im Arsch? Die Xbox habe ich dann erst wirklich bekommen, als Halo 2 rausgekommen ist. Mit dem Weihnachtsgeld zum Geschäft gegangen laufen und mir dann die Xbox samt Halo 2 gekauft. Und Speicherkarte und den dritten Controller, wenn ich mich nicht irre. Und zusammen mit sehr guten Freund und Schulkollege und Teilnachbar seit 17 Jahren dann Halo 2 extrem bis zur Vergasung gespielt. Also haben beide Halo für den PC quit. Ich als erster, dann hat er nachgezogen, der sich Halo dann geholt für den PC und richtig geile Erlebnisse. Ecke, komm! Stirb doch! Jetzt kann ich wieder alles von vorne machen. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Ist schon fast 2 Stunden. Ich sag's doch. Das wird eine 3-Stunden-Episode. Ah, oh, Maria!
sondern so konzentriert und ich habe doch. Perfekt. Ja, wir haben uns dann sehr viele geile Erlebnisse gehabt mit Halo am PC und nachdem ich mir die Xbox mit Halo 2 geholt habe, auch mit der mega viel Spaß und viele geile Momente. Und dann auch dann schlussendlich dann noch eine Zeit nur noch auf Legendär gespielt. Und haben immer in einer bestimmten Reihenfolge die Missionen gemacht, weil es in Halo 2 auch schon. In Halo 2 sind zum ersten Mal die Schälen auftaucht mit den verschiedenen Fähigkeiten. Die konnte man halt nur auf Legendär sammeln. Und wenn man die aufgesammelt hat, dann hatte man entweder kein Heads-Up-Display, also kein HUD, oder man konnte höher springen oder. Also nicht höher springen, naja, mehr oder weniger konnte man höher springen. Man kann die Granaten auf den Boden geworfen hat und durch einen Schub bekommen hat. Also, bitte, wir müssen von hinten einen gegnerischen Kollegen. Ja, gut. Das hätten wir. Es gab Schild. Oh. Okay, warte mal. Wenn ich mich nicht irre, ist da jetzt ein Terminal. Oh Gott, no! Sorry, aber da haben wir unsichtbare Eliten und was wir noch haben, wir haben einen Schwertkämpfer, einen Elitenschwertkämpfer. Rückzug. Kommt er. Da kam er. Er ist gekommen. Mit den Granaten. Hab ich übersehen. Neue Grafik. Oder ich hab nicht hingeschaut. Je nachdem. Wir haben eine Munition für die Leute. Thank you.
extrem konzentriert, sorry. Nicht so viel Rede oder gern geschehen, je nachdem, wie es findet. Au! Das ist ein Nadelwerfer. Also mit Telo haben wir Unmengen an Toilets und viele geniale Momente gehabt. Leute, wenn ich die Schädel aktiviert hätte, wird es viel schneller gehen, aber es wäre extrem unfair. Es wäre extrem unfair. Nicht wirklich. Ja, genau, das stimmt. Ich hatte recht, hier ist ein Terminal. Geht es wieder nur in der neuen Grafik. Ihr solltet euch wirklich die Terminals anschauen. Erzählen interessante Hintergrundgeschichten. Wie zum Beispiel das Monitor der 343 Guilty Spark. Das auf Installation 04, also auf den Ring aufpasst, wo wir jetzt gerade sind, die Pill of Autumn angefunkt hätte, war erstes Terminal auf der Pill of Autumn. Und es gibt noch andere interessante Terminals mit Filmen. Mehr fast. Ohne Ton. Huhuhu. Wir sind langsam aber sich bei den Gefängnistüren. Hier geht's rein. Hier geht's zwar rein, aber nicht der Platz, wo wir hin sind. Aber ich bin Karre. We must be in the brig. These look like holding cells. There are probably multiple detention stations. The captain must be in one of them. We need to keep aber
das was aufsammeln. Und Unsichtbarkeit. Ganz vergessen. Schalten wir das aus. Auch wenn wir nicht in die innen rein müssen. Toter Marine. Oder bewusstloser. Nachdem, wie ihr das sehen wollt. Da! Jawohl, perfekt. Munition und Leben. Und Granaten. Ich habe gerade gesehen, dass die Aufzeichnung abgebrochen worden ist, irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich schon zu lange aufnehme. Fast 2 Stunden. Ich habe da, falls das nicht aufgenommen worden ist, da ein Unsichtbarkeitsschild, zum Unsichtbarmachen aufgenommen. Hier habe ich Granaten und Munition und ein Leben aufgesammelt, was ich richtig geil finde. Und wir gehen jetzt weiter zur letzten Zelle. Wo Captain Keith versteckt ist. So. Gegner. Okay, Leute, ich habe jetzt wieder ein bisschen zum Kämpfen. Wir sind da Unsichtbare. Und wieder ein Schild. Schild. Wieso sage ich ein Schild? Ich meine ein Elite mit einem Mittelschwert. Oh nein, du wirfst keine Granate auf mich. Deinen Kollegen eine Granate werfen. Oh Mann, der ist mir ziemlich nah gekommen. Ja, und zum Thema Partikelschwert, Leute. Das dürfen wir erst den Kilo 2 aufnehmen. Okay, einen habe ich erwischt. Das finde ich super. Aber ja, wie gesagt, das Partikelschwert, was die Eliten da ständig mit sich herumtragen, bestimmte. Das dürften wir erst selber in Halo 2 verwenden. Da es in Halo 2 dann aus 2 verschiedenen Blickwinkeln gibt. Einmal aus der gewohnten Sicht vom Master Chief und Menschen und einmal von der Sicht der Allianz vom Tel Vadami. Den sogenannten Gebieter oder wie er zum Gebieter geworden ist. Der Shipmaster Al-Badami, welcher auch unzählige Planeten von den Menschen zerstört hat. Ich sollte nicht lange reden, ich sollte jetzt endlich mal es aktivieren. So haben wir. Und Cutscene. Coming here was reckless. You two know better than this. Thanks. Marines, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Yes, sir. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant Battle.net.
According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. That's true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Now I see. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halo's control room. That's bad news. If Halo is a weapon, and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief, Cortana, I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halo's control room. Marines, let's move! Yes, sir. Sir. Okay, sir. Chief, you have the point. Shut up and get behind me, sir. Jawohl! Jetzt müssen wir uns wieder rauskämpfen, Leute. Jetzt haben wir Kollegen wieder. Jawohl! Das Beschissene dabei ist, dass Speed gerne mal rein nach vorne stürmt und ich lässt. Kann gerne sein. Mal gerne sein. Ich euch nicht gegenseitig ab. Schieß! Help! Oh Maria, wir hatten eine Granate geworfen. Captain Keys ist gestorben. Wer von euch holt... Ow. I'm going after him, come on! Fire in the hole! Covering fire! Who else wants them? Come on! Hold your fire! Oh man. Oh mein Gott, das war knapp. Captain Keys, bleiben Sie bitte hinten. Bitte hinten bleiben. Gegen seine Plasmapistole pressen. Ja. So. Um mir und Millimeter vor Captain Kieser beginnen noch irgendwo. Das war knapp. Sorry. Acknowledged, Foehammer. Okay. Air support is cut off, Captain.
Wir nur noch Wraith und Captain Keyes wird dann ein Soldier. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Ja, wie gesagt, wir müssen Ow! Captain Keyes, was machen Sie denn? No. Wieso sterben Sie denn? Yeah. Ow! Ah, Mann! Wieso erledigt der Captain? Halt, was auf! Meine Fresse! Ja. Ja. Air support is cut off, Captain. We need to hold here until she can move in. Oh, great! Now we're trapped here! We're screwed! Stow the bellyaching, soldier. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Jawohl, perfekt. Wo geht es? Wie gesagt, es ginge besser, aber Sorry, dass es so lange dauert, dass die Episode, die Let's Play Episode da bei mir schon über 2 Stunden dauert. Wie gesagt, wir haben die Mission jetzt gleich. So, den erledigen und das aktivieren. So, und jetzt liegt im Gieß dann das Schiff. That's it. The dropship is loose. Everybody, mount up. Let's get on board. No need. I'll take this bird out myself. Captain! Hunter! Hang on! Nice one, sir! Time for a little payback. Oh, oh God! Oh God, oh God, oh God! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, dass es 2 Stunden gedauert hat. Gut, 2 Stunden und fast 10 Minuten. Aber das war jetzt die 3. Mission auf Legendär. Und wir sehen uns bei der 4. Mission. Einer meiner Lieblingsmissionen. The Silent Cartographer.